Falsch rum. Diese Kamera da, die macht mich für dich. Hallo für dich. Ich glaube, ich muss die mal hier mit Sekundenkleber festkleben oder so. So, hallo und ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Der gelbe Vogel wird auch schon ganz irre, wie er im Kreis fliegt. Er wartet, dass wir nicht weitergehen. Denn hier ist ja dieser weinende Mann mit dem Samurai-Schwert. Oder so. Also, Samurai-Schwert hat er schon. Weint oder nicht? Ja, schauen wir mal, was er will. Wer das ist. Was er da macht. Suche. Bitte was? Was für ein Otto? Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Die Mongolen haben meine Tochter entführt. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Die mit den eingeholten Segeln. Zwei Schiffe. Wer weiß, wie viele Mongolen. Dagegen kommt ihr nicht an. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Wir können los, mein Herr. Wir können lossegeln. Na, dann bin ich mal gespannt jetzt. Eine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön. Bitte, bringt Marquis sicher zurück. Wartet hier, wir sind bald zurück. Okay, aber sei leise. Da ist einer. Da ist auch einer. Ist auch einer. Zwei. Plünder mal zuerst. Toll, das haben sie Alarm ausgelöst. Was bist du? Kebab? Ich glaube, wir sind erstmal auf dem kleineren Boot, ne? Oder täuscht es? Das hört hier auf. Ja, wir sind auf dem kleineren Boot. Das da drüben ist das größere Boot. Die kommen alle rüber. Guck mal. Hol!
Gut gekämpft, Samurai. Stillhalten. Maki? Ja? Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, jetzt müssen wir noch rüber zum Boot kommen. Da geht's rüber. Alles voll hier. Kommt sie? Ja. Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei Ihnen, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Wo sollen wir hin, Vater? Lass das meine Sorge sein. Oh je. Ich dachte, es ist nur so eine kleine Mini-Aktion. Pfeiferdeckel. Jetzt muss ich nur wieder rüberschwimmen. Ja. Juhu. Mein getreues Pferd wartet drüben am Ufer. Aber das Dorf hier, das scheint ja völlig friedlich zu sein, ne? Völlig unbehelligt von den Mongolen. Mongolen. Hat mich angegriffen, die Krabbe. Ich hab's gesehen. So, Saki. Siki-Saki. Wo bist du? Unser Sacke-Brauer. Da ist er. Fürst Sakai. Kenji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Nein. Das werde ich selbst entscheiden.
Diener des Volkes. Ich krieche es nicht wieder in den Sackgefass. Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Ganz schön viel. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sakefass ist leer. Ich hab's gewusst. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sakehändler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Weil es funktioniert, ja. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Geht los, mein Herr, da kommen sie. Und wie geht's hergetan? Ja, ja, gehört alles euch. Nehmt nur. Marcel, Moriga. Nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Mein. Nadamatan, Mosil nicht Hosson. Au. Das dürft ihr nicht. Miko, nein. Haben Sie ihm das Pferd geklaut oder getötet? Ich hoffe nur geklaut. Jetzt sind wir gewiss im Holzfällerlager. Der Plan hat funktioniert. Okay, wo sind wir? Einer? Zwei? Drei? Gut. Machen wir es mal so. Eins, zwei, drei. Vier, Entschuldigung. Vier, da ist auch gleich einer. Da hinten ist auch noch mal einer. Oh, es sind zwei. Muss da schon rumgetrötet werden hier. Du Schwein!
waren alle, oder? Genug. Gott, ist so viel Vorrat. Ich glaube es nicht. Wir sind gerettet. Bringt diese Nahrung zu eurem Hof und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? War ja klar. Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Da kommt er. Sakai. Das war unglaublich. Kenji, sage saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Oh Gott, Kenji. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Und ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel steht. Ja, wäre besser, ne? Ja, mein Herr. Ja, würde ich auch mal sagen hier. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Ja, könnte man so sehen. Wo sind wir denn überhaupt? Oh mein Gott. Wir waren ja hier ganz unten, ne? Wir sind ja mittendrin, anstatt nur dabei. Was ist das? Ein Holzfällerlager. Wollen wir es mal jetzt versuchen? Letztes sind wir ja so göttlichst daran gescheitert. Nach ungefähr 10 Anläufen. Wollen wir? Wir versuchen es. Schnell hier hin. Zündet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Das ist auch gut. Zündet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Okay. Ja, mag ich nicht. Halten wir das mal so fest. Wie jetzt? Was jetzt? Warum jetzt? Ach, ein Legendenerzähler. Nee, den will ich nicht. Wir versuchen es. Wir sind tapfer. Nein. Habt ihr eine Geisel? Ne, ihr habt alle schon gekillt. Hier waren wir schon. Hier sollte eigentlich keine mehr sein, ne? Na, schließlich waren wir hier schon. So, müssten wir eigentlich gleich da sein. Da, ich sehe schon die ganzen abgeholzten Bäume. Da, alles abgeholzt hier. Na, schau mal, das hat er noch gespeichert. Da ist wieder der, ich finde, wie gesagt, ich finde den so cool, das hört sich so cool an. Das ist cool, ich finde das echt cool.
ist toll. Da ist er, da ist er. Okay, den Rest der Folge schauen wir jetzt zu und hören ihn zu. Töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Dann haben wir jetzt alles, oder? Was ist mit unserem... Das ist schon cool hier, gell? Der ja, Thron oder was auch immer. Es ist so schön gemacht. Es ist so mit so viel Detailliebe. Mehr müssen wir gar nicht machen, oder? Chiharu, hä? Huge, ich wollte. Es sind nur noch die zwei, ne? Kann das sein? Ich glaube wohl, ne? Da waren es noch mehr. Na dann. Das war's dann mit dem. Munition ist voll, da haben wir noch was. Dann jagen wir es mal in die Luft. Los weg hier. Ich glaube, es kommt noch ein Gegner, oder? Wow, krass. Voll niedergebrannt. Nicht mehr wie bei den anderen, wo dann jemand, also wo die dann wieder eingezogen sind, sondern weil das ja ein Mongolenlager war, ist es jetzt komplett niedergebrannt worden. Sehr gut, Sora.
hier alles niedergebrannt. Da steht gar nichts mehr. Oh, krass. Alles weg. Alles weg. Komplett den Erdboden gleich gemacht. Nicht schlechter Specht. Was ist das da? Tiefe Vergangenheit, irgendein Mann im Azumabuch klingt verzweifelt. Ich werde herausfinden, was los ist. Ich dachte, das waren die anderen hier. Das war der da draußen im Atem. Der da. Sagten die Uhr. Was machen wir denn? Mal gucken, warum der verzweifelt ist. Ich werde dir Katz. Ich habe die Schnauze voll von diesem Regen. Kriegst du Depressionen im Spiel? So bin ich getrötet. So. Wo ist er denn? Ist der drin oder ist der draußen? Was seid ihr denn für Hübschen? Wir sind die zwei mit dem blauen Kopftuch und der Kerze vor uns. Da ist er. Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Aber klar doch. Es ist wichtig. Meine Familie verlässt sich auf mich. Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Mein Name ist Joe. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Ah, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Sagt mir, worum es hier geht. Um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt. Ist ein Stasi-Spitzel. Kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Gut, dass es Spitzel gibt. Danke, Hiyori. Natürlich, mein Herr. Gut, dass es Spitzel gibt, ne? So, da, ich hab's gewusst. Was möchtet ihr verbessern? Alles. Danke. Bevor ich die Rüstung verbessere, möchte ich eigentlich gerne erstmal das Schwert oder den Bogen verbessern, wenn ich ehrlich bin. Das muss doch hier auch gehen, genau. Hier müsste es einen Bogenmacher geben. Wie kann ich euren Bogen verbessern? Hier gibt es nur Damen, ne, die das machen. Makellose Präzision und Reichweite. So habe ich das erwartet. Ein unvergleichlicher Bogen. Euch fehlen die benötigten Materialien. Ja, war ja klar. Na gut. Wahnsinnig viel ausgegeben. Viele Vorräte. Ich glaube, wir das Schwert, wenn wir denn hier einen Schmied finden,
haben wir sonst noch nicht mehr genug. Schmied. Bist du Schmied? Nein, du bist kein Schmied. Schmied. Ein Legendenerzähler, den brauchen wir nicht. Schmied. Da, okay, da müssen wir sowieso oben rauf. Aber immerhin, Bogen, glaube ich, war es nicht schlecht. Was, wer bist du? Also. Du Schweinebacke! Übertrieben. Ja. Das mit dem Sprengpfeil war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ein bisschen. Okay. Ich habe dich gerecht, nachdem sie dich gehauen haben. Dann kommst du jetzt auf. Da oben müssen wir rauf, ich weiß es. Zu dem Haus. Das Haus ist unser Ziel. Bleibt am kleinen Baum hängen. Das sieht aber fertig aus, das Haus. Der Händler in Asamo meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte Wunden. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Ist eingefasst, ist das Haus mit diesen Planken, ne? Tja, da hat's gebrannt. Und du? Da ist noch was. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken. Und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. War es zu kommen? Nein, aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest. Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Wie geht's den anderen? Verstecken sich. Die Mongolen sind ein paar Mal am Haus vorbeigeritten, aber bisher geht's allen gut. Vielleicht sind die ja gar nicht böse. Habt ihr das gehört? Pferde. Mongolen, Deckung.
Sie sind weg. Dann los. Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Ich glaube, dass die gar nicht böse sind. Die Patrouillen werden schlimmer. Bestimmt wegen dieses Samurai. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Ja, natürlich donnert er schon wieder. Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisensiegel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Gottes Willen. Ich meine, Pfeilen alleine ist ja schon völlig abartig. Und dann auf dem Ameisenhügel noch. Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab, als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Sag ich doch. Beeilt euch, hier stimmt was nicht. Ich schwöre, da war was. Na los. Da! Das ist der Samurai. Ich dachte, ich muss jetzt hingehen. Ich habe falsch gedacht. Ich dachte, ich muss hingehen, nachdem das Beobacht vorbei war. Entschuldigung, ich bin müde. Als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Nein, ich glaube auch, wie gesagt, das sind keine Diebe. Ich glaube, das sind. Beeilt euch! Hier stimmt das sind was nicht. Ganz gute. Die verstecken die. Die Schätze und. Heiligtümer. So, Inari ist sicher. Jetzt darf ich hingehen. Hallo, ich bin's, der Samurai. Keine Bewegung. Verflucht, ich wusste, wir wurden verfolgt. Wartet, das ist der Samurai. Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Sotaro! Kihai! Kommt schnell! Ukon, ihr solltet bei den anderen bleiben! Soll ich hinterher? Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihai und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Es kommen mehr! Wir hätten fliehen sollen! Wir geben nicht auf! Wir werden sterben! Sind noch welche da hinten? Oh, das war der falsche. Kollateralschaden. Kotaro, hinter euch! Kurz gibst du entscheiden, was du nehmen willst.
Sind die Hunde reingekommen? Nein, ihr habt sie aufgehalten. Nicht wir. Das war Fürst Sakai. Ganz schön viele. Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt. Wir haben's versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Wie? Müssen wir das jetzt machen? Nee. Schon da. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie ihr diese Leute beschützt habt. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit. Dann hole ich zum Verkauf über eBay. Und na, es regnet! Was auch sonst. Was, wir haben 2 Technikpunkte und ich weiß es nicht? Hör mal auf hier. Ja, jetzt. Miep. Was machen wir denn mit unseren 2 Punkten? Was ist das hier? Nicht schlecht. Das und das? Oder oh, auch nicht schlecht. Nee. Aber das ist doch nicht wert, während es blockt Geschosse ab. Schneller sein. Den nächsten töten, wenn der erste blutet. Ich mag diesen Regen nicht mehr. Hör auf zu regnen. Die Flöte jetzt hat bis nicht mehr anders geht hier. Mir gefällt der Helm nicht. Mir gefällt der Helm nicht. Der ist irgendwie... Haben wir nicht einen schöneren Helm? Der ist auch nicht, viel besser. Das habe ich nur Schnierbänder, oder? Nee. Nee, es ist alles irgendwie nicht das Wahre vom Gelbe. Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal das da an, da oben, wie groß diese Karte da oben noch ist. Und wir haben noch nicht mal hier unten alles gemacht. Ein Zuhause, die Bürger von Arikee verlieren ihren Häuser an die Mongolen. Ich muss mir das ansehen. Musst du das?
Solltest du das? Okay, was sagt die Zeit? Zeit sagt gar nichts. Zeit sagt gar nichts. Dann würde ich mal sagen, machen wir den hier und in der nächsten Folge, weil das rentiert sich jetzt nicht mehr. Gehen wir die Hauptstory wieder an. Hole, sagen wir mal, das zurück. 4 Stück. Oh Gott, das ist ein großes Lager. Schalte den Lagergeneral aus. Befreie die Gefangenen. Ermorde einen Gegner von oben. Einen. Das ist ein großes Lager. Ja, Herrgott. Achso, da steht einer am Eingang. Jetzt geht er weg. Das scheint ein großes Lager zu sein. Es ist ein großes Lager. Warum hat er jetzt die Dinger hier nicht abgeschossen? Da ist ein Hund. Oh, Leute! Jetzt haben wir so gut gekämpft. Wir haben jetzt nicht schlecht gekämpft, oder? Ich bin orientierungslos. Hä? Wo ist das Lager? Lager ist verschwunden. Wo ist das Lager? Da oben. Bin ich mal gespannt, ob das geht.
Hört er ihn? Hört ihr ihn? Das geht nicht. Ich wundere mich echt, warum das nicht geht. Man konnte doch sonst immer diese Dinger von oben abschießen. Und natürlich fängt es wieder an zu regnen. Was habe ich denn anders erwartet? Da ist er wieder. Ich setze mich jetzt dahin, denn draußen regnet sowieso. Natürlich kann er keine Flöten flöten. Da geht mir die Flöte flöten. Guck mal, zwei, das ist ja auch cool, oder? Das hat man ja auch noch nicht oft. Drei Zelte aneinander gebaut. Damit ein großes Zelt erreicht wird. Irgendwie? Irgendwie ziemlich lässig, oder?
Das haben wir voll übersehen. Was für ein Gemetzel. Okay, Leute, wir müssen Schluss machen. Wir kommen sonst über eine Stunde. Wir sehen, ob wir das hier geschafft haben beim nächsten Mal. Es tut mir leid, ich muss ganz schnell Schluss machen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, es sind keine Gegner mehr übrig. Hier ist auch eine von diesen Flaggen. So. Ja. Also, den Rest machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, tut mir leid, aber sonst sind wir eine Stunde drüber und das will ich nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, bye.